Jo Leute, herzlich willkommen hier aus dem verschneiten Winterwald und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Das ist ein alter Bergbaustollen und ich war gerade schon drin und ich werde euch das mal zeigen. Das ist echt ziemlich nice. Es ist gerade minus 10 Grad draußen, es ist richtig kalt. Ich habe meine alte Jacke angezogen, die kann richtig schön dreckig werden. Und jetzt werden wir das Ganze mal zusammen erkunden. Bill ist auch mit am Start. Jo. Hinter mir seht ihr jetzt den Eingang und hier hat man dann zwei Optionen. Einmal können wir hier hintergehen und dahinter. Ich nehme euch einfach mal ein Stückchen mit. Sieht auch richtig krank aus, hier sind überall Eiszapfen, die an der Decke wachsen und auch am Boden. Hier ist jetzt der erste Gang. Ich war schon da hinten und ja, es nimmt nichts für Leute mit Platzangst hier. Oh. Ihr seht hier, hier ist leider alles zugeschüttet. Seht ihr, warum ich die alte Jacke angezogen habe? Hier ist es wirklich richtig eng, hier muss man durchkriechen. Und ist auch mega dreckig, aber macht auf jeden Fall Bock. Jetzt gehen wir mal wieder raus und in den anderen Gang rein. Das ist dort oben, ist jetzt der Gang, wo ich eben drin war. Jetzt gehen wir mal hier hinter und schauen uns mal an, was es da so zu entdecken gibt. So, jetzt aus meiner Perspektive, da unten geht's runter, hinter mir ist Bill. Mal schauen, das ist auf jeden Fall nichts, gar nichts für Leute mit Platzangst. Schaut mal, wie es hier runter geht. Auf geht's. Boah. Wow. So, und was ihr jetzt gleich seht, finde ich mega spannend. Ist ein bisschen schade, weil hier können wir leider nicht weiter. Da hier ist alles Wasser. Aber da es draußen so krass kalt ist, ist hier einfach so ein gefrorener See drin, den zeige ich euch jetzt mal. Schaut mal, wie glasklar das Wasser hier drin ist. Alles vollgelaufen. Und da könnt ihr bis hier hinter. Wenn man natürlich jetzt eine Tauchausrüstung hätte, wäre das bestimmt interessant. Vielleicht könnte man da reintauchen. Das bestimmt auch nicht ganz ungefährlich wäre. Aber das Eis hier. Ja. Hier vorne ist es ein bisschen dünn. Aber da hinten sieht es schon ziemlich dick aus. Ist auf jeden Fall nicht sehr hoch hier die Decke. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach oben und gehen in den anderen Gang, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Weil da kann man ein bisschen weiter reinlaufen. Zwar auch nicht so krass weit, aber ist trotzdem auch mega interessant. Ich zeig's euch mal. Ich bin jetzt wieder hier am Eingang, muss ich die ersten zwei Tunnel spalten und ich habe hier schon mal da hinten das Licht aufgestellt
Jetzt werden wir mal in diesen Gang hier reinschauen. Mal gucken, was uns da erwartet. Eine Sache, die ich auch an der Canon wieder richtig feier einfach. Es ist mega kalt. Wie gesagt, minus 8, minus 10 Grad waren vorhin teilweise, wo wir hergefahren sind. Meine Hände sind komplett eingefroren. Aber dadurch, dass die Canon einfach so richtig nice Bedienelemente hat, die sich einfach gut anfassen lassen, die groß sind, kann ich die trotz mega kalter Finger noch echt gut bedienen. Und ich muss auch sagen, dass die Lowlight-Performance von der Canon hier richtig gut ist. Schaut mal, hier drin ist alles mit Wasser vollgelaufen, in diesem Gang, jedenfalls der Boden hier. Das tropft hier überall von der Decke. Schaut euch das an. Einfach alles mit Wasser voll. Ist schon echt cool. Ich würde mir so wünschen, dass die Höhle noch ein bisschen, also dieser Stollen hier noch ein bisschen größer wäre. Aber, dass wir das hier gefunden haben im Wald, ist trotzdem schon richtig, richtig nice. So, jetzt gehen wir mal nach hier hinten. Aufpassen, dass ich hier nicht in diese Pfützen reintrete. Jetzt schnappen wir uns das Videolicht. Guck mal. Ja, dann geht's noch weiter. Und da hinten steht eine alte Leiter. Ob die natürlich jetzt original von damals aus den Bergbauzeiten ist, das wage ich zu bezweifeln. Obwohl, das sieht auch schon echt mega verranzt aus. Und hier, boah, es ist schon viel zu hell. Hier kommt man jetzt in einen riesigen Raum rein. Schaut euch das an. Schon echt sehr, sehr krass. Damit ihr eine kleine Vorstellung bekommt, wie groß das ist, Bill ist jetzt da hochgeklettert. Und was ich gleich noch filmen werde, da oben an der Decke, seht ihr jetzt vielleicht nicht, ich kletter auch gleich mal hoch. Es glitzert überall, aber das sind keine Wassertropfen, das ist das Gestein. Eventuell könnte das Erz sein oder so. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so krass aus damit, aber ich werde gleich mal hochklettern, das für euch filmen. Ich bin jetzt mal hier hochgeklettert, wo Bill gerade war. Bill ist jetzt da unten. Und ich habe versucht, dieses Glitzern ein bisschen einzufangen, kommt aber auf der Cam nicht so rüber. Was auch krass ist, hier oben ist es richtig warm. Also ich würde jetzt so gefühlt schätzen, plus 4, 5 Grad. Und draußen ist es einfach so minus 8 Grad. Richtig krank. Die Linse beschlägt auch hier mega schnell. Ich werde jetzt mal wieder hier runterklettern. Zum Glück habe ich hier mein gutes Sennheiser-Mikrofon mit. Das ist mega der nice Sound hier in dieser Höhle. In diesem Stollen. Und ich werde euch einfach mal gleich ein paar kleine Clips einblenden, wo ich einfach nur ein bisschen den Sound einfange, dass ihr ein bisschen den Vibe und die Atmosphäre hier mitbekommt. Schon sehr krass hier. Zwar unscharf, aber ihr wollt ja wahrscheinlich auch eher hier die Höhle sehen als mich. Wir gehen jetzt wieder nach draußen. Bill ist schon draußen. Ich habe jetzt hier noch ein paar B-Roll-Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch und jetzt schauen wir nochmal nach draußen. So, wir sind jetzt wieder draußen. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich lasse nochmal hier ein bisschen die Drohne steigen, so als kleines Outro.
War leider nicht so groß dieser Stollen, aber trotzdem richtig nice. Und ich habe mich mega gefreut, dass der offen war. Man hier nicht irgendwie mit schwerer Maschinerie anrücken musste und das irgendwie öffnen musste. Was wir natürlich nicht vorgehabt hätten. ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr solcher Videos. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf solche Sachen. Und falls ihr noch solche Sachen kennt, also irgendwelche Stollen, irgendwelche Lost Places, die vielleicht eventuell auch nicht so populär sind, wo noch niemand war, schreibt mir einfach auf Instagram eine DM. Ich schaue mir das Ganze gern an und mache auch gern ein Video daraus. Also solche Empfehlungen immer richtig gern mir weiterempfehlen. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.